Hello, Beast! Birne! Beast Queen! Guten Morgen! Auch wenn es 16 Uhr am Bleeping Nachmittag ist. Hörst du das? Heute habe ich mein Lieblingsmaterial angezogen. Plastik! Wow! I'm a stupid bitch, no. And I'm having a mental breakdown. I'm stupid bitch, Hoi Melinda, hi, wie geht's dir? Paula, toll, siehst du aus, toll. Richtig gut. Nicht so gut wie ich, aber für deine Verhältnisse siehst du gut aus, Girl. Aber wirklich. Meine Kerze brennt immer noch wie letztes Mal, weil wir brauchen Gott in unserem Leben, okay? Wir brauchen die Rettung. Manchmal ist die Rettung die Liebe und manchmal die Rettung ist einfach Cash, Money, Geld. Ich bin so bescheuert. Naja, auf jeden Fall. Ich habe gedacht, schau, ich bin seit 5 Jahren Single, okay? Single, like a Pringle. Und I need some milk. Ich habe keinen Partner, ich habe keinen Sex, ich habe nichts in meinem Leben. Das Einzige, was in meinem Leben konstant ist, ist meine Depression. Punkt. Leider, it's not a f***ing joke. Disgusting. Auf jeden Fall. Ich habe gedacht, ich war auf Tinder, ich war auf Parship, ich war auf Lovo, ich war auf Bumble, ich war auf Drogen. Nein, das war ich nie. Weil ich ein Kind des Gottes bin. Und ich schwöre, nimm keine Drogen, ich habe nie genommen. Never. Außer einmal und ich bin im Spital gelandet. Wegen Gras. Aber das wisst ihr ja schon. Heute habe ich gedacht, ich habe alles ausprobiert. Was wäre es, wenn ich einen Sugar Daddy suche? Sei mein Sugar Daddy, da 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 da. Ich und du im Bentley, da 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 da. Sei mein Sugar Daddy, da 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 da. Gib dir Liebe für das Louis oder das Handy. Katja, Queen des Todes. Ich habe ein bisschen Research gemacht und ich habe rausgefunden, dass eine Sugar Daddy Webseite gibt für Sugar Daddy und Sugar Fuck Babes. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich angemeldet, auf jeden Fall. Und ich werde euch mein Profil zeigen, okay? Und dann, ich erzähle euch, wenn ich erfolgreich bin, wenn ich ein guter, weil wenn ich schon nicht Liebe finde, okay, soll ich doch mindestens einen reichen Typ finden, der mir Balenciaga sponsorisiert, der mir Chanel kauft, okay? Was soll ich machen? Irgendwas muss ich haben. Irgendjemand. Wir sind unabhängige Frauen, okay? Aber meine Mutter sagt immer, du musst lernen zu sparen. Und wie spare ich am besten? Indem andere für mich meine Markensachen kaufen. Genius! Genius! Ich kann nicht mehr, ich bin so durch. Oh wow, jetzt habe ich Volumen in die Haare. Oh yes! Oh yes! Soll ich sie so lassen? Living my best. Meine Haare sind so dreckig wie meine Gedanken, Girl. Ich würde sagen, starten wir mal los. Als erstes, was man eingeben musste, war monatliches Budget. Und dann es gab 500 bis 1000, 1000 bis 2000, 2000 bis 5000. Ich so, wir nehmen, excuse me. Ich suche nicht ein Budget für 500 Euro. Nein, man muss groß träumen, okay? Und ich meine, schlussendlich, wir wollen irgendwann in einem Herrenhaus sitzen, okay? Alles zusammen. Mit 500 Euro monatliches Budget, ich sitze in ein Karton, okay? Ich kann mir eine Barbie-Haus kaufen. Next. Beruf. Ich bin eigentlich selbstständig, aber es gab Apothekerin, Arztassistentin, Bankangestellte, Erzieherin, Floristin, Fotografin, Friseurin, Ingenieurin, Journalistin, Jurist, Kauffrau. Meine Selbstständigkeit stand nicht drin. Nichts. Und dann, was habe ich ausgesucht? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe Model ausgesucht. Ich habe gedacht, komm, wenn wir schon einen Scheiß machen, machen wir den Scheiß richtig. Ich bin ein Model, okay? Ich bin ein Insta-Model, okay? Instagram-Model. Sehe ich nicht so aus, darling. Bin ich kein Model. Guck mich hier, fett, haha, rund wie ein Pancake. Aber ich bin ein Plus-Size-Model. Was soll ich machen? Next. Freizeitbeschäftigung. Shoppen auf jeden Fall. Was habe ich da geschrieben? Zeichnen. Die Dollarnoten. Man muss sie zeichnen, um zu gucken, ob sie echt sind. Essen gehen, kochen. Wenn die anderen das machen, auf jeden Fall. Und wandern. Tot. Niemals. Und jagen. Ja, reiche Männer jagen. Of course. Jagen ist ein Sport, den sehr viel Spaß macht. Next, Sport. Ich treibe absolut keinen Sport, deswegen habe ich
alle durchgehe. Ich bin Tennis, Golf, Sägen, Fußball, Rudern, Tanzen, Judo, Reiten, Badminton, Fitness, Tischtennis, Jogging, Skifahren, Handball, Hockey, Radfahren, Karate, Schwimmen, Yoga, Pilates, Tai Chi, Surfen, Beach, Klettern, Kitesurfen, alles. Ich mache Zumba, Ballett, ich mache alles mache ich. Jeder Sport, das du willst, mache ich. Siehst du, wie Judo ich bin? Musst du aufpassen, because I can cut you. Manchmal, ich lasse meine Fantasie freien Lauf, okay? Und das ist das Leben schön. So, und danach, bei den Sprachen habe ich das Richtige gesetzt. Deutsch, Englisch und Italienisch, das kann ich wirklich. Als nächstes habe ich, zeige deine Persönlichkeit und schreibe einen individuellen Flirttext. Erstens, Persönlichkeit bei mir, wisst ihr alle, ist nicht vorhanden. Ich habe geschrieben, suche einen Mann mit einem sehr großes Portemonnaie und dazu noch einen größeren Geduld. Meine eigene Schatten geht mir sehr oft auf den Sack. Viel Glück. Und ich mag High Heels und Birkins, of course. Ehrlichkeit ist sehr wichtig. Und dann, ich wollte ein bisschen flirty, weil ich habe dann so individuellen Flirt. Und dann habe ich zurückgedacht, ich so, war das flirty? Ich so, nee. Ich füge hinzu, Kuss XOX. Mehr flirty wie das geht ja nicht, ne? Kontaktwunsch. Ich so, Kreditkarte stand nicht drauf. Ich so, okay, Beziehung. Und ausgehen und shoppen. Alles andere nicht. Danach frage sie, wähle deine Frage. Ich so, was für eine Frage soll ich wählen? Seid ihr bescheuert? Und dann habe ich gewählt, was wolltest du schon immer einmal machen? Und dann, ich habe an YouTube gedacht, weil wir müssen immer neue Content kreieren, okay? Und man muss immer auf die Welle bleiben. Deswegen habe ich geschrieben, mit der Typ würde ich auf jeden Fall in ein Bentley sitzen und während der Fahrt mich versuchen zu schminken, okay? Ich habe nicht geschrieben, das Filmen, weil... Bin gespannt, was da rauskommt. Ehrlich, jeder Mann wird von so einer Frau fasziniert sein. Punkt. Du kannst sagen, was du willst. Wenn die Typen mein Profil sehen, sie denken, okay, sie macht 100 Sportarten, okay. Gefährlich. Sie ist ein Model. Sie ist materialistisch bis zum Geht's nicht mehr. Traumfrau. Traumfrau. Nächste Frage. Womit kann dich ein Mann beeindrucken? Ich wollte schreiben, indem er mich nicht anschaut und indem er mich nicht auf den Sack geht. Aber ich habe geschrieben, Geduld, Freundlichkeit, Ruhe und Sympathie. Bisch. Und darunter noch Bisch. Ich bin durch. What the? Wenn ich keinen Mann finde, weiß ich auch nicht, okay? Oh mein Gott, ich bin so bescheuert. Und als letzte Frage, was sind deine Träume? Was sehr wahrscheinlich habe ich geschrieben, sterben. Ich habe geschrieben, ein Herrenhaus. Aber atmen und am Leben sein klingt auch nicht schlecht. Girl, ich schwöre dir eine Sache, ich bin ehrlich. Was ist wichtig? Was ist wichtig? Atmen und materielle Sachen. Bam, du kommst hier bei Rafa für diesen Scheiß, okay? Aber eigentlich, was ist am wichtigsten? Unterhaltung, okay? Dass diese Bitch hier einen Mann findet auf diese Maischu die Webseite und stell dir vor die Dates, dass ich euch erzählen könnte. Stell dir vor, schreib mir in die Kommentare, wenn du Interesse an sowas hast. Gib 20.000 Likes an dieses Video und dann mache ich Part 2, indem ich diese Typen date, weil sie haben sehr komische Accounts. Es gibt, weißt du, das sind alle alte Hunde. Zum Beispiel, es gibt einen Typ, der schreibt, hast du es auch oft satt, alles nach den üblichen Normen und Mustern zu tun, mal aus allem auszubrechen, schon lange keinen traumhaften Abend mehr gehabt. Erstens, wenn ich mit einem Opa einen Abend verbringe, ist nicht traumhaft, aber okay. Wir treffen uns ungezwungen, gehen was trinken, danach was Leckeres essen. Es wird immer viel gelacht. Du sagst mir nicht, was ich zu tun habe, okay? Ich will nicht lachen, ich heule am liebsten. Und wir haben richtigen Spaß dabei. Genießen tolle, interessante neue Gespräche. Hast du Interesse nach tollen, unvergesslichen Erlebnissen? Ich freue mich auf dich. Wenn eine Sache gibt, dass ich nicht ausstehen kann, ist, wenn Typen in den Text haben, ich freue mich auf dich. Das ist klar. Ich bin eine Bereicherung. Ich wäre eine Bereicherung für dein Leben, okay? Also, don't even try me. Und darunter steht noch drauf, so stelle ich mir einen traumhaften Abend vor. Mit einem Engel ohne Flügel. What? Actually, what the fuck? Ich bin da, ich bin kein Engel, ich bin der Teufel. Du wirst einen unvergesslichen Abend haben. Mit dem Teufel, mit Satan. Hier ist Satan. Auf jeden Fall, meine Kinder, ich denke, ich gehe jetzt. Ich bin jetzt auf der App. Ich werde randalieren, okay? Freue mich riesig. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, erstens zu liken und abonnieren. Schreib in die Kommentare, ob du meine Dates hören möchtest, ob ich überhaupt sowas machen soll. Und vergiss nicht, die Werbungen durchzugucken, weil
Sonst, ich verdiene nichts und ich brauche nicht nur eins, sondern zwei Sugar Daddies, okay? Wir sehen uns nächstes Mal mit wieder einem beschissenen Video. Boba de Doa!